Und wir haben jetzt die Gelegenheit, das System Bricker Knowledge, ein einfaches Baukastensystem zum Verstehen, Erlernen und Arbeiten mit Elektronik kennenzulernen. Und den Vortrag wird uns Michael Knieling von Bricker Knowledge, Director von Bricker Knowledge, halten und uns dann auch natürlich später nochmal auf dem Stand des auch in echt sozusagen zum Anfassen präsentieren. Danke. Vielen Dank erstmal für die Einführung und einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem ich gestern schon mal über das Thema MINT in Deutschland, MINT international gesprochen hatte, möchte ich jetzt heute euch einfach mal eine Technologie, ein Angebot vorstellen zu dem Thema, wie komme ich spielerisch, aber auch wirklich sehr tief in Elektronik rein. Ich habe euch hier mal mitgebracht, eine einfache Schaltung. Wenn sich der eine oder andere noch erinnert, so starte ich in der Regel mit Schülern, 10 Jahre, baue hier einfach mal eine Parallelschaltung mit einer kleinen LED. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die leuchtet etwas. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt hier einen zweiten Widerstand reinbaue? Klar, das ist relativ einfach, wer es weiß. Einfach mal testen, was wird mit der LED? Bleibt sie gleich, wird sie dunkler, wird sie heller? Klar, sie wird heller. Und diese einfachen Effekte ganz einfach mal zusammenzubauen, damit bekommt man Kits für den Einstieg in die Elektronik, ohne dass man da mit dem Ohmschen Gesetz und vielen Formeln experimentieren muss, sondern wirklich über das Schritt für Schritt spielerische Verständnis. Aber Bricker Knowledge ist mehr als nur der Einstieg in die Elektronik. Und was ich euch jetzt gern mal in dem Vortrag zeigen möchte oder euch vorstellen möchte, ist die gesamte Vielfalt, die wir inzwischen in den letzten 4 Jahren teilweise selbst, aber teilweise schon mit einer Community entwickelt haben und auch in Schulen, in Bildungseinrichtungen, in den Amateurfunk-Einrichtungen, national, aber auch inzwischen sehr international mit präsentieren. Bricker Knowledge, das System, worum geht es eigentlich? Es ist ein komponentenbasiertes Lernen und Begreifssystem, was sogar dann mit in Richtung Entwicklungssystem gehen kann. Ihr könnt auch bei uns am Stand, bei der Alnet, gleich am Eingang, junge Forscher, junge Entwickler sehen, die basierend auf dem System Lösungen entwickelt haben, die einfach hochinteressant sind, zum Beispiel Herzfrequenzmesser. Einfach unter Nutzung dieses Systems. Wir haben in dem System Grundkomponenten der Elektronik, die jeder natürlich kennt, Widerstände, Transistoren, LEDs, Kondensatoren, aber wir haben in dem System auch komplexere Komponenten und digitale Bauelemente integriert. Und das Interessante ist, all diese Module sind miteinander kombinierbar. Es gibt kein Systembruch da drin. Ob wir jetzt anfangen, wie ich es gerade gezeigt hatte, mit einer Parallelschaltung mit dem einfachen Ohmschen Gesetz in der analogen Elektronik oder ob wir mit einem Raspberry Pi Hardware bauen wollen, es funktioniert mit den gleichen Komponenten, mit dem gleichen System. Warum? Was haben wir gemacht? Das eigentlich komplizierteste war, vielleicht kennt der eine oder andere auch andere Systeme am Markt, aber das komplizierteste war, ein vernünftiges Stecksystem zu finden. Wir haben uns auf ein mechanisches, was fast unkaputtbar ist, aus der Industrie entschieden. Diese Hermaprofilen-Stecker sind auch nicht versteckbar. Sie sind extrem stabil, selbst für Kids hier auf der Maker Faire, wo wir einfache LED-Bausteine auf den Tisch geworfen haben, wo Kinder damit spielen, die sind nicht kaputtbar in der Regel. Sie sind aber auch einfach handhabbar für Jugendliche. Ein Verstecken, im Sinne von Falschstecken, nicht von Verstecken der Jugendlichen, ist fast unmöglich. Meistens sind es die Erwachsenen, die es nicht hinbekommen. Aber auch die verstehen es dann nach einer kurzen Einleitung, wie es geht. Was haben wir gemacht? Wir nutzen in dem System 4 elektrische Kontakte.
die äußeren Kontakte als Massekontakte, weil wir konsequent durch das gesamte System die Masse durchschleifen. Und auch in der Darstellung dann oder in dem Aufbau der Schaltung, so wie ich es hier auch gezeigt habe, gegen Masse arbeiten, so wie es ja auch in der Elektronik gemacht wird. Wir gehen sofort, was immer meine Diskussion ist mit Lehrern, weg vom, wir bauen einen Schaltkreis hin zu, wir machen Elektronik im Sinne, dass wir Potenzial gegen Potenziale arbeiten. Es ist im Einstiegsverständnis eine kleine Hürde, aber ich muss euch sagen, und das ist auch immer wieder erstaunlich, 10-Jährige, die verstehen weder den Schaltkreis sofort noch einen Kreis sofort noch gegen Potenziale arbeiten. Also sie verstehen, was sie machen müssen, relativ schnell und können dann die Schaltung auch nachvollziehen. Und die beiden inneren Kontakte, wie ihr seht, die haben wir, nutzen wir als Plus getrennt oder gemeinsam, beziehungsweise wir können sie auch für I²C-Bus oder ähnliche Zweidrahtbusse, genau, Dankeschön, nutzen. Das ist relativ einfach dann in den System auch integriert worden. Und interessant ist auch, wir bekommen über das System 6 Ampere, was durchaus ausreichend ist, um auch teilweise mit Hochleistungs-LEDs ganze Beleuchtungssysteme zu bauen. Das System, sagte ich schon, ist anwendbar für den Einstieg. Ihr habt es hier gesehen. Und an unserem Stand könnt ihr auch sehr komplexe Sachen euch anschauen. Wir können mit Einplatinen-Computern wie dem Raspberry arbeiten. Wir können aber auch mit dem Arduino arbeiten. Wir können mit anderen PIN-gleichen Controllern oder Einplatinenrechnern arbeiten. Das ist alles kein Problem. Und das Interessante ist, es gibt keinen Systembruch. Also wir müssen nicht, wenn wir die analoge Elektronik fertig haben, dann das System wegwerfen, wenn wir in digitale Elektronik gehen wollen, sondern wir können es weiter nutzen, die einzelnen Komponenten. Zielgruppe, vielleicht das auch. Natürlich, wir fokussieren uns auf die Bildung. Aber trotzdem ist das auch ein System für Macher, weil Machen aus unserem Verständnis heraus ist eine Kombination erstmal begreifen, verstehen und dann daraus kreativ etwas weiterzuentwickeln. Und natürlich auch die privaten Haushalte. Ich hatte gestern über die MINT-Bildung in Deutschland etwas referiert und auch nicht unbedingt die rosigste Meinung vertreten, was wir gerade für eine Ausgangssituation haben. Aber das Interessante ist, wir haben immer noch Elterninitiativen, wir haben private Haushalte, die einfach sagen, okay, wenn es die Schule nicht bringt, dann machen wir es halt selbst. Deswegen auch die Systeme werden in privaten Haushalten oder diese Brick-and-Knowledge-System eingesetzt. Altersgruppen. Ihr seht hier einige Altersgruppen. Das war, glaube ich, der Jüngste links oben, der jemals bei uns an einem Tisch gearbeitet hat. Der konnte wirklich kaum drüber gucken. Der hat mit dem einfachen System, was wir mal für unseren eigenen Kindergarten gebaut haben kreativ Licht, ich möchte mal sagen Installation da auf dem Tisch gebaut. Aber ihr seht auch, es geht dann nach oben hin, ist eigentlich offen, wer das System einsetzen kann. Auch meine Altersgruppe am rechten Tisch ist immer sehr interessiert dabei, auch mit dem System Weiterentwicklung zu betreiben. Was haben wir inzwischen? Wir sind ja nun eine ganze Weile schon am Markt unterwegs mit unserem System. Wir haben verschiedene Sets gebaut aus den inzwischen mehr als 500 Bausteinen, die wir entwickelt haben. Es geht los mit dem 7-Color Light Set, was der kleine Experte da nutzte, um Lichtinstallationen zu machen. Wir haben Solar Set, wir haben Einstieg in die analoge Elektronik, wir haben fortgeschrittenes Set für analoge Elektronik, Arduino Coding, IoT, Logik, High Power LED,
Wir haben programmierbares LED-Set basierend, also unter Verwendung auch des Arduinos. Wir haben Messsets, wir haben Powermeter-Set. Wir werden dieses Jahr ein Biofeedback-Set herausbringen, eben zu dem Thema Herzfrequenz oder EEG-Messung. Immer auch im Sinne des MINT-Gedanken. Wir wollen nicht nur Elektronik der Elektronik wegen machen, sondern wir wollen die Möglichkeit bieten, auch die Elektronik in der Biologie, in der Chemie, in der Physik, in der Umwelttechnik zu nutzen. Deswegen auch dieses Jahr noch ein Brennstoffzellen-Set. Das ist ja ein Riesenthema. Sind wir kurz davor, das zu launchen. Das wird extrem spannend, auch für Experimente. Wir gehen jetzt auch in die Berufsbildung hinein. Grundlagen der Berufsbildung mit Schutzsteuerung oder SPS-Steuerung. Dieses Set beruht beispielsweise auf der Entwicklung, die aus der Community kommt. Ein Entwickler, den wir vorher nicht kannten, aber der das System für sich aufgenommen hat, hat angefangen, die Schutzsteuerung, also eine Dreiphasen, für Dreiphasen Strom basierend auf 9 Volt zu entwickeln, die in der Berufsausbildung eingesetzt werden kann. Großartige Geschichte, vielleicht nicht unbedingt für die Berufsmechatronikerausbildung in Deutschland, wo ja teure Ausbildungssysteme schon installiert sind, aber in Ländern, die in dem Bereich noch etwas am Anfang sind, ist das ein riesen interessantes Thema. Wir haben auch DIY-Set und Ähnliches am Start. Hier einfach mal ganz kurz im Überblick, wo können wir es einsetzen, in welchen Schulen. Das sehen Sie auch wieder, vom Kindergarten bis zur Uni sind unsere Systeme einsetzbar. Aber noch interessanter ist auch im Sinne von STEAM oder MINT-Bildung. Ich habe hier bewusst mal den englischen Begriff STEM gewählt, weil da auch die Kunst schon mit integriert ist. Und Sie sehen, die Sets sind quer über alle Zielgruppen oder über alle Thematik einsetzbar. Jetzt einfach nochmal einige Beispiele der Sets. Ja. Jetzt, oh, das war zu schnell, kleinen Moment. Das ist unser Seven Color Light Set. Hier gibt es einige Beispiele davon ganz einfach und theoretisch müsste hier auch jetzt ein kleines Video laufen, um mal zu zeigen, dass man durchaus mit den ganz einfachen LEDs, die jetzt nicht unbedingt zum Lernen im klassischen Sinne von Elektronik dienen, aber zum Kreieren von interessanten Bildern oder Ähnlichen genutzt werden können. Das Basic Set im Sinne von Lernziel hatte ich schon erwähnt, Einstieg in die Elektronik. Wir können hier das Ohmsche Gesetz nachvollziehen, rein Parallelschaltung, Spannungsteiler ist ein riesiges, interessantes Thema. Wir haben oft bei uns in unserem Makerstore in Berlin auch Veranstaltungen oder Workshops mit jungen Menschen oder Einsteigern in die Arduino-Programmierung. Und da müssen wir immer wieder feststellen, dass das einfache Thema eines Spannungsteilers sehr überraschend ist und das Verständnis gerade für Menschen, die eher einen Informatik-Background haben, fast gar nicht vorhanden ist. Das kriegt man hier ganz einfach vermittelt und der Wow-Effekt oder der Aha, so geht das, ist ja eigentlich ganz einfach, ist immer riesig. Das Advanced Set, damit können die Nutzer im Prinzip alle Grundschaltungen der Elektronik auch nachbauen. Wir haben da Widerstände, Kondensatoren, also die Basics drin, aber auch verschiedene Arten von Dioden, auch Kapazitätsdioden, also auch so ein bisschen mal was anderes, was nicht im normalen täglichen Gebrauch in der Kiste drin ist. Wir haben da FETs, MOSFETs, Verstärker, Timer, spezielle Halbleiterbauelemente. Hochinteressante Geschichte. Das Set kommt mit über 100 Komponenten. Und wenn man da durch ist, ich denke mal, hat man ein Grundverständnis für die analoge Elektronik durchaus für sich aufgebaut. Das Solar-Set, das ist das erste Set, was wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, jetzt raus aus der Elektronik, rein in andere Themen.
Und das ist extrem spannend auch, weil wir damit die Möglichkeit schaffen, das Verständnis von alternativen Energien einzubeziehen. Wie nutze ich die eigentlich in der Elektronik? Es ist ja nicht nur, dass da draußen die Sonne scheint oder der Wind weht, sondern ich muss ja irgendwas machen, dass ich das dann irgendwann mal nutzen kann, um auch eine Schaltung zu betreiben oder mein Handy zu laden. Und genau diese Themen werden mit dem Set aufgegriffen, wird dann erweitert werden mit dem Brennstoffzellen-Set und einige andere Sachen sind jetzt schon noch in Vorbereitung, im Denken, aber das ist unsere Vision, in diese Richtung zu gehen. Dann haben wir das Arduino Coding Set und hier geht es natürlich Einstieg in das physikalische Programmieren oder Physical Computing, wie es neudeutsch heißt, und die Diskussion auch hier mit den Lehrern oder Anwendern. Klar, hier geht es immer ums Verstehen. Uns geht es ums Verstehen und daraus was zu machen. Wenn Sie die beiden Bilder rechts mal anschauen, das obere ist eine ganz normale, ein ganz normales Lauflicht, also eine der ersten Übungen, die man mit dem Arduino in der Programmierung oder in der Anwendung vollzieht, mit unserem Set gemacht. Darunter ist es mit einem Steckbrett gemacht. Und jetzt stellen Sie sich vor, heute sind wir nicht ganz so viele im Auditorium, aber Sie stehen vor 20 Schülern in einer Klasse oder in einem Workshop. Und 20 Schüler versuchen, das da unten zu stecken, als Einstieg. Glauben Sie, dass Sie innerhalb von 45 Minuten dann noch irgendwie zum Programmieren kommen? Also, es geht hier wirklich auch ums Lernen, ums Verstehen, aber auch um Hilfsmittel zu haben, das Ganze zu beschleunigen. Was wir im Set außerdem einfachen Geschichten haben, die Sie in jedem Starter-Kit für Arduino finden, sind natürlich auch so ein paar spezielle Geschichten wie ein OLED-Display, ein Digital-Analog-Konverter, eine I²C-Buserweiterung, um verschiedenste Experimente auch damit zu machen zu können. IoT-Set, das haben wir einfach entwickelt als Beispiel, weil die Frage immer kam, was ist denn eigentlich IoT? Ja, jeder spricht davon, aber keiner weiß so richtig, worum es geht. Wir haben einfach jetzt mal gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie kann man wirklich verstehen, Sensordaten von irgendwo zu erzeugen auf eine selbstgebaute Webseite oder von der selbstgebauten Webseite etwas schalten. Einfache Basics für IoT kann man hier ganz geschwind lernen, verstehen und nachvollziehen. Halt, ist das, ne? Okay. Logikset, das ist eigentlich mein Liebstes, muss ich zugeben. Bin von der Ausbildung her Physiker und ich finde es immer wieder interessant, mit Informatikstudenten zu sprechen und mit denen mal zu versuchen, zu diskutieren, wie funktioniert eigentlich eine CPU basierend auf dem binären System, wirklich ganz unten, ganz unten. Das kann man hier mit nachbauen, Halbaddierer, Volladierer, man kann die ganze Boolesche Algebra durchgehen, man kann Register bauen, man sieht, wie wirklich das Bit durch ein Register geschoben wird. All solche Geschichten können Sie hiermit aufbauen und alles immer noch basierend auf den eingangs gezeigten Stecksystem und dem gesamten Konzept, was wir hier verfolgen. Also es ist eine hochinteressante Geschichte, dieses Logik-Set. Dann haben wir auch Engineering-Sets gemacht, weil wir natürlich gern möchten, dass Leute, Menschen da draußen, Interessierte auch mitmachen im System. Da gibt es DIY-Set, also Sie können damit anfangen und Ihre eigenen Bausteine bauen. Einfach machbar für die normale analoge Elektronik, aber auch für den Megahertz und sogar für den Gigahertz-Bereich. Sicherlich, das wird dann nicht mehr über den Stecker geschoben, den wir hier verwenden, dann nutzen wir dann die entsprechenden Stecksysteme, aber man kann das System dann erweitern hin in die Hochfrequenztechnik. Wir haben Messmodule für den Einsatz in der Strom- und Spannungsmessung gemacht und. Also unsere Vision ist wirklich, mit dem System Anwendung der Elektronik
verstehbar, begreifbar und lernbar zu machen. Und das nicht nur in einem einfachen Sinne, wir sitzen da und spielen mit irgendwas rum, mit elektronischen Bauelementen, sondern wir kreieren Anwendungen, wir verstehen Anwendungen und lernen dabei die Grundlagen der dahinterliegenden Technologien. Gut, das war's wieder im Schnelldurchgang. Ich bedanke mich. Mehr Informationen finden Sie alle unter brickourknowledge.com. Sie können das System bei uns am Stand ausprobieren und wer mal ins schöne Berlin kommt von München, der kann auch gern bei uns vorbeikommen. Wir haben da ein Makerspace, ein Makerstore gemacht, wo ich vor Ort immer bin, in der Prenzlauer Allee. Und ihr seid gern eingeladen, vorbeizukommen, diese Technologie auszuprobieren, aber auch ganz viele andere MINT-Produkte, die wir für Schulen und für Endkunden bereithalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael, für den großen Umblick, den du gegeben hast zu dem Bricker Knowledge. Das ist ja ein fantastisches System. Und vielleicht gibt es ein paar Fragen aus dem Publikum dazu. Die Kosten, also es geht los bei beim Basic Set bei 59 Euro und das IoT Set zum Beispiel 129 Euro, das Arduino Coding Set ist 199, das sind immer die Endkundenpreise. Es gibt auch teure Sets noch, mein Lieblingsset ist leider etwas teurer, aber das ist nur für den universitären Bereich gemacht. Das Logic-Set, das liegt bei 499. In dem Preisbereich liegt das alles. Aber die meisten, auch das zum Beispiel Solar-Set bei 149. Also es ist nicht wie ein Elektronik-Baukasten mit Einzelkomponenten, aber ist auch eine andere Zielstellung damit. Also statt Lego-Set einfach mal so ein Set kaufen. Die sind genauso teuer. Sehr gern. Den Begriff, den du als erstes verwandt hast, den darf ich leider nicht nutzen, aber genau darum geht's. Okay, super. Also 500 Teile ist ja schon beeindruckend. Das ist ja absoluter Wahnsinn. 500 einzelne Bausteine habt ihr. Ja. Also verschiedenste. Okay. Einfach auf die Webseite gehen, da findet ihr alle. Oder gleich ausprobieren, vorne am Stand, direkt beim Eingang. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. Ja.